Servus, hier ist wieder der Hirs. Herzlich willkommen zu Teil 2 vom Camperbau. Wie man hier sieht, habe ich den Camper wieder, also soweit wie er halt schon war, habe ihn zerlegt wieder, das Fahrgestell weggemacht, damit ich ihn jetzt da hinten ins Eck rein tun kann, weil jetzt brauche ich nämlich hier Platz, weil es nämlich einiges an Alu-Sachen kommt von Alu-Steck. Und das heißt jetzt erst einmal auseinanderklamüsern, wo was hingehört, weil das ist ja so ein Haufen Zeugsel, das ist ja. Pff, boah, das war jetzt etwas, hey, die ganzen Rohre alle auseinandersuchen. Puh. Aber ich hab's jetzt soweit geschafft. Jetzt schaut's mal her. So ist schon mal der erste Teil von dem Aufbau. Hier drüben sieht man ja noch die Rohre, die jetzt schon auspackt sind. Das ist dann der zweite Teil vom Aufbau. Die Rohre, die jetzt hier noch in der Plastikfolie drin sind, das ist dann mehr oder weniger Teil 3 mit diesen Eckverbindern da hinten. Ja, aber jetzt fangen wir erstmal an mit Teil 1. Aber jetzt geht es erstmal darum, wieder ein wenig Harz anzumachen, damit wir das alles verkleben können. Da ich die Teile diesmal öfters anlangen muss, gehe ich davon aus, dass es vielleicht nicht ganz so eine saubere Sache wird wie die letzten beiden Male. Und deswegen haben wir jetzt halt die Handschuhe angezogen, die bei dem Epoxyharz dabei waren. Die erste Hälfte ist jetzt fertig von dem Teil 1 Rahmen, sagen wir jetzt mal. Und es macht echt Spaß mit dem Alu-Steckzeug zum Arbeiten. Aber jetzt noch da hinten weiter, weil ich will ja schließlich nicht das ganze Harz wieder vertrocknen lassen müssen. Ich habe mich auch aus Gewichtsgründen für die Verbinder ohne Stahlkern entschieden. Hoffentlich hält es. Ich habe nur hier und hier an zwei Stellen Verbinder mit Stahlkern genommen. Weil da kommt dann ein bisschen mehr Belastung drauf, aber das sieht man dann, wenn das Teil 1 Aufbau mit dem Rahmen verbunden wird. Ich kann auch nur empfehlen, immer so einen Meterstab dabei zu haben, wenn man sowas macht, damit man mal nachkontrollieren kann, nicht dass man dann doch irgendwelche falschen Rohre zusammenklebt oder sowas, weil dann, ich glaube, man kriegt schon wieder auseinander, aber die Verbinder sind, glaube ich, dann kaputt und von dem her lieber einmal zu viel nachgeschaut. Hier kann man jetzt halt schön das erste Teil von dem Aufbau sehen. Aber das muss ich jetzt erstmal in den Vorraum tun, weil ich brauche hier Platz, dass ich weitermachen kann. Aber obwohl es schon echt 9 oder sowas ist, es ist eine Hitze, boah. Aber weiter geht's. Das nächste Teil ist auch fertig. Und wenn man so Arbeit macht, was auch ganz wichtig ist, ist echt Handschuhe. Also geht echt nichts drüber. Und immer gleich schön abputzen, wenn es irgendwo das Harz rausdrückt, damit es nicht irgendwelche Sauereien gibt. Ja, und jetzt heißt es noch schnell zwei Vierecke zusammen zu machen. Und dann ist der Aufbau eigentlich schon so weit fertig. Und das sind jetzt die beiden Rahmen. Hier in der Mitte muss ich noch mit Winkeln die Strebe reinmachen. Aber ansonsten bin ich jetzt halt soweit fertig. Ich weiß ja auch nicht, ob ich es überhaupt schon erwähnt hatte, aber ich habe 20 auf 20 Rohre genommen, weil in meinen Augen das stabil genug ist für das, was ich vorhab. Aber jetzt mal erstmal Feierabend, weil das Zeug muss erstmal trocknen. Also dann, ihr seht mich gleich wieder und ich sehe mich hier unten wieder. So, neuer Tag, neues Glück. Ich habe jetzt mal das hier alles zusammengebaut. Die Rahmen auf den Grundrahmen drauf und das Fahrgestell hin, damit man jetzt einfach mal einen Überblick bekommt, was der Hirs da genau baut. Ich zeige euch das jetzt alles mal und dann werde ich euch gleich zeigen, dass ich zwei Fehler gemacht habe.
Ja, Fehler passieren jedem, da kann man nichts machen. Denn ich habe bei insgesamt drei Rohren die falschen Maße, aber das mei, passiert halt. Das zeige ich euch jetzt aber alles mal genau. Der ein oder andere wird jetzt vielleicht schon ungefähr sehen, wie es ausschauen soll oder was draus werden soll. So, das ist jetzt dann so mehr oder weniger dann der Fahrzustand. Und mit den Schienen kann man dann noch das verlängern, um dann den Schlafzustand zu machen. Das zeige ich euch jetzt mal genau. Der Hänger ist jetzt so in dem Zustand, ist er ein wenig kopflastig. Aber das habe ich extra so gemacht, weil ich bei vielen gesehen habe, dass die sagen, das ist besser mit einer Stützlast. Und das ist ja beim Auto auch so und deswegen wird es schon so seine Richtigkeit haben. Und dann kann man das hier hinten ausfahren. Naja, mit Vorführeffekt halt nicht. Aber so wird er dann im Schlafzustand ausschauen. Damit ihr mal eine grobe Übersicht bekommt. Aber jetzt erstmal zu den Fehlern. Der erste Fehler besteht darin, wenn der Aufbau hier vorne bündig ist, was jetzt nicht ganz ist, weil noch nichts fest ist, aber wenn der hier vorne bündig ist, dann habe ich hinten, das kann man hier schön sehen, 2 cm Versatz, weil ich nämlich den Fehler gemacht habe und habe den äußeren Rahmen, also den Aufbau sozusagen, habe ich auf 120 gemacht. Genauso wie die Schiene hier oder das Aluprofil, wo die Schienen dran sind. Aber ich habe vergessen, dass ich ja vorne den Quer, die 80, um meine Breite zu haben, dass die ja auch 2 cm hat und die habe ich ja vorne dran gemacht und dadurch komme ich jetzt auf 122. Und wenn man dann die Seitenwände, die ja klappbar sind, so wie beim Macher Max, wenn man die dann oben drauf tut, die müssen dann allerdings so drauf, dass sie so hochgeklappt werden können. Und das habe ich nicht mitberechnet. Dadurch, dass ich jetzt 2 cm länger geworden bin als geplant, kann jetzt hier vorne schon mal ohne Probleme das machen. Aber wenn es hier zusammenkommt, was ja automatisch passiert, wenn sie zugeklappt sind, habe ich dann hier bündig, weil das soll ja mal auf die Schiene hier drauf kommen oder auf den Auszug. Ja, und deswegen muss ich jetzt erst einmal bei Alusteck nochmal schnell bestellen, weil mir ist nämlich auch eine Idee eingefallen, wie ich das Ganze löse. Und in der Zeit wäre cool, wenn ihr mal abonnieren drücken würdet. So, und jetzt heißt es erstmal wieder sägen. Feilen. Bohren. Und dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. So, ich wollte jetzt die ganzen Rahmen und alles wieder auseinanderbauen, damit ich da weitermachen kann. Und zack, hier hinten, da sieht man es. Ist gleich so Eckverbinder gebrochen. Scheiße. Das heißt auf alle Fälle, die Eckverbinder ohne Stahlkern. Wollen wir mal hoffen, dass das alles so hält, wie ich mir das vorgestellt habe. Jetzt habe ich ein paar Winkel fertig, dass ich das Ganze verbinden kann. Die hinteren Stützenhalter habe ich auch neu gemacht, weil, wie ihr im letzten Teil gesehen habt, waren die ja zu kurz. Und jetzt ist so schönes Wetter draußen und ich habe schon seit längerem eine Radtour geplant, mal über Nacht. Und es ist immer was dazwischen kommen und deswegen springt ihr jetzt in den nächsten Bautag und ich mache jetzt erst einmal schön gemütlich 2 Tages-Radtour. Ich bin jetzt zurück von der Tour, habe mir einen ganz schönen Sonnenbrand geholt, wie man vielleicht sehen kann. Ja, und jetzt habe ich heute Morgen schnell die hinteren Stützenhalter klebt, damit ich das Gestell mal umdrehen kann, aber das seht ihr gleich. Und habe jetzt halt schon mal über den Tag verteilt so ein paar Kleinigkeiten gemacht, weil ich will ja das Video nicht unbedingt in die Länge ziehen, indem ich euch zeige, wie ich 10.000 Mal Schrauben, Löcher irgendwo reinbohre oder irgendwie was absäge oder so.
Und von dem her zeige ich euch jetzt mal, was geplant ist. Hier kann man ja sehen, dass die hinteren Schützenhalter jetzt dran sind und dass ich es auf den Kopf gestellt habe. Jetzt kommen hier und hier hinten so Alubleche drauf, damit ich den rechten Winkel halt. Deswegen habe ich mir aber hier so eine Schnur gespannt, weil der Hänger soll ja schließlich auch im rechten Winkel sein, soll ja alles passen. Und hier habe ich schon mal für den hinteren Rahmen, wo er auseinanderbrochen ist, ein paar Winkel angefertigt und Löcher bohrt, damit man das dann auch noch reinmachen kann. Ich mache jetzt auf alle Fälle erstmal wieder irgendwas von dem Harz an, verklebe diese Knotenbleche hier in den Ecken und wenn ich dann den hinteren Rahmen reinfummel, dann schalte ich euch wieder dazu. Ich habe jetzt mal den Camper hier so auf die Seite gestellt, damit das alles trocknen kann. Derweil habe ich jetzt mal die Steradurplatten zurechtgeschnitten. Und zwar, wie man sieht, sind es drei Stück, 2 x 2 cm und 1 x 1 cm. Und das möchte ich also von unten angefangen Glas, dann Styrodur, dann wieder Glas, dann das dünne Styrodur, dann wieder Glas, dann das dicke Styrodur und dann wieder Glas obendrauf. Also Glasfaser. Und so stelle ich mir den Aufbau vor, deswegen Sandwichplatten. Und hier vorne der Versatz ist, weil man muss dann die Platte auf den Kopf umdrehen und dann kommt es in das Gestell von dem Auszug rein. Aber da Sägen, Bohren, Schleifen und so weiter so brutal viel Zeit in Kauf nimmt, das hätte ich selber nicht gedacht, dass es so lang dauert alles. Und es jetzt schon spät ist, muss ich jetzt Feierabend machen. Und deswegen werde ich das Kleben erst im nächsten Teil machen. Ich hoffe, euch hat es gefallen bis hier. Liken, abonnieren, kommentieren wäre cool. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, hier ist unterwegs. Also dann bis zum nächsten Teil. Ciao.